Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Long Dark. Ja, wir sind unterkühlt, wir haben Hunger, wir haben Durst, sind ziemlich erschöpft, heißt, der Zustand ist allgemein betrachtet ziemlich scheiße. So. Das sollten wir gleich mal irgendwie durchbraten. Das trockene Fleisch nehmen wir auch mal eben schnell mit. Jetzt ein Kamin, das heißt, wir könnten uns hier drin jetzt das am Kamin braten, das lecker Fleisch. Ich könnte mich allerdings tatsächlich auch erstmal gleich mal kurz hinlegen. Mal so ein klein bisschen. Streichholz haben wir gefunden. Brandbeschleuniger auch. Eine lecker lange Baumwollunterhose, warum auch immer die in der Badewanne liegt. Das erschließt sich mir jetzt nicht hundertprozentig. Keine Zeitung in der... Keine Zeitung in... Am Klo? Was ist das denn für ein Mensch? So, da haben wir nix. Da haben wir auch nix. Und hier haben wir natürlich auch wieder ein ganz formidables Nichts. Super, läuft wie immer hier. Streichhölzer sind schon was Schönes. Ach, guck mal, eine Wasserflasche, super. Gerade Wasser ist ja der totale... Ach, geil, eine Hose. Ich brauche nicht mehr nackig rumrennen. Supi. Direkt erstmal anziehen. Mit 21%. Toll. Ganz prima. Baumwollsocken. Und Wollsocken. Die Wollsocken sind natürlich ein bisschen was geiler. Das ist klar. So. Soll ich jetzt hier oder soll ich rübergehen? Ich bin mir noch nicht sicher, nicht ganz. Okay, dass man die Mikrowelle auf und zu machen kann, ist ein tolles Feature, aber richtig wird... Ach, Schweinefleisch! Ja, überladen weiß ich doch. Ist doch nicht schlimm, hör mal. Die Küche ist ja wieder mal formidabel gefüllt. So. Mal ganz kurz nach draußen gegangen und mal ganz kurz eben rüber zu unserer Bude gelaufen. Denn wir müssen Fleisch braten. Und das nicht zu knapp. Ja, wobei doch, so viel ist es ja nicht. Was ist das denn eigentlich hier? Boah, einfach so ein Betonpöller-Ding. Super. So, rein in die gute Stube. Ein bisschen Holz hatten wir ja, glaube ich, noch gehabt hier. Wenn ich mich da so richtig entsinne. Ein bisschen Holz hat man noch gehabt, sagt er. Hier, genau, das dicke Rundholz haben wir hier noch drin gehabt. Das nehmen wir mal raus. Dann nehmen wir raus einen ganzen Anzünder. Streichhölzer haben wir, brauchen wir also nicht. Und dann noch ein bisschen Accelerante hier. Wobei haben wir in der Tasche, brauchen wir gar nicht. Machen wir uns erstmal das Bennerfässchen hier wieder an. So, dann tun wir rein Siswan. 76% mit der ganzen Zeitung, das ist super. 100%, 2 Stunden, bla bla bla, Holzstreichhölzer. Es ist ja eigentlich egal, was wir machen. So, erstmal an. So, dann tun wir Schweinefleisch mit Bohnen. Erhitzen, öffnen mit Beil. Ich hätte mal einen Dosenöffner organisieren sollen. Oder zumindest mal in die Tasche packen sollen. So, hervorragend. Da haben wir schon mal das erste warm. Das hauen wir uns auch mal direkt rein jetzt hier. Du bist die Warme, ne? Heiß und geöffnet. Jawohl. Rein damit. 600 können wir machen. Die andere gleich auch noch, ne? Wobei, wegbraten wäre jetzt gleich auch mal echt eine gute Idee.
Werkzeug war hier drin. Dann nehmen wir mal ganz kurz eben den Dosenöffner mit. Natürlich den kaputteren, wie immer. Und machen uns dann nochmal hier eben schnell die andere Dose auf. Dass aber drei Durchgänge sind, das dauert halt echt verdammt lange immer. Aber noch gut. So. Blöd ist, dass ich da jetzt nicht was drauflegen kann und parallel dazu was anderes machen kann. Wie zum Beispiel hier essen. Das ist noch ein bisschen unglücklich. So, Wasser hinterher. Boah, erschöpft sind wir aber auch echt wie nichts Gutes hier. Dann braten wir das Reh nochmal durch. Muss nur ein bisschen im Auge behalten. 1 Stunde 14, das könnte sogar noch komplett reichen. Ich frage mich auch immer, wenn man sich einen Tee braut oder einen Kaffee, woher nimmt der eigentlich jetzt auf einmal dann die Tassen? Die sind irgendwie einfach da. Findet nichts, aber Tassen hat er, kann er sich, weiß nicht, formt er sich wahrscheinlich aus Schnee oder sowas. 32 Minuten. Ich hoffe, das reicht noch für das letzte Fleisch. Das wäre schön. Dann bräuchte ich nämlich kein extra Holz noch verschwenden. Ja, wir sind müde. Ich weiß es doch auch. 11 Minuten. Das reicht nicht. Ich muss auf jeden Fall noch was nachlegen. So. Tannenholz. Jupp. Und nachlegen. Dann können wir uns jetzt nämlich nochmal das letzte Wolfsfleisch braten. Und dann können wir uns gleich ins Bett kleben. Da wird nämlich auch echt mal Zeit hier. Wir sind ja schon ein bisschen erschöpft. Wobei, wir können uns einen Kaffee gerade mal machen. Weil der macht uns nämlich wieder ein bisschen wach. Dann können wir nochmal eben ein bisschen Wasser schmelzen. In der restlichen Stunde, die wir hier haben. Das ist, glaube ich, ganz sinnig dann. Ja, das macht Sinn. Okay, trinken. 100 Kalorien gibt es auch nochmal dazu. Das ist auch nett. Erstmal tue ich das Fleisch raus. Raus. So, den restlichen Kaffee tun wir hier mal weg. Okay, kaffeemäßig sind wir auf jeden Fall gut eingedeckt mit 19 Einheiten. Das reicht mal gerade eben. So, und hier machen wir gerade mal noch ein bisschen Wasser. Und zwar 1 Liter. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war von der Zeit her. Und kochen. Ja, doch, das passt. Ich glaube, den Rest lassen wir dann jetzt einfach verkommen. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. 28 Minuten. Wobei, komm, noch ein halber Liter geht noch. Wir brauchen es ja sowieso irgendwann. Da kann ich es auch jetzt eben schnell fertig machen. Schwupp. Und nochmal den anderen halben Liter. Und dann ist aber echt Zeit fürs Bett. Ich habe es gar nicht drauf geachtet, wie viel Energiebonus das denn jetzt nun wirklich gebracht hat. Aber ich meine, das war was. Ja, plus hier dieses Plus-Dingen, das ist halt quasi, das noch ein bisschen länger auf dem Niveau hält. So, schlafen wir mal 9 Stunden oder... Na komm, 10 Stunden schlafen ist okay. Dann ist der Zustand auch wieder heile. Ja, dann können wir uns dann nochmal Gedanken machen, ob wir irgendwo nochmal ein Reh kriegen. Flüssigkeitsmangel, aber gerade eben aber auch nur den Flüssigkeitsmangel, mein Freund. Ist noch bei 100% hier. So. Haben wir das jetzt auch geschafft. So, haben wir wieder Hunger, dann können wir direkt mal wieder was rausholen. Ich glaube, ich stopfe mich jetzt komplett bis oben hin voll mit dem Zeug. Rindfleisch kommt raus und ja, die anderen Sachen sind eigentlich... Wie gesprungen. Ja. Rein damit. Rein damit. Und rein damit. Ja, das läuft doch mal ganz gut jetzt hier. Du hast aber jetzt auch schon wieder, können wir einen Schluck nachschütten. Das ist, ich glaube, ich bin hier die ganze Zeit echt nur am Fressen und am Trinken. Ist unglaublich, was der so... die vielmehr, Entschuldigung. Ist ja eine Dabe. Dann gucken wir nochmal, ob ich hier noch ein bisschen mal an den Schluffen weiterarbeiten kann hier. So nochmal... 5 Stunden.
Jetzt ist sie 5 Stunden am Werkeln an diesen blöden Schuhen und hat jetzt schon wieder 1000 Kalorien verbrannt, oder was? Sag mal, was macht die? Nee! Das ist total übertrieben. Wie lange braucht ihr noch? 10 Stunden, ey. Boah, nee, ey. Da kann die ja gleich schon wieder rausgehen. Trinken. Ich glaube, keine Ahnung. Verphotosynthetisiert das Ganze, ey. Keine Ahnung. Die stellt sich irgendwo in Schatten und kriegt dann Hunger. Bescheuert, ey. Gut. Dann packen wir jetzt erstmal die Taschen aus. Ich habe ja noch relativ viel dabei gehabt hier von irgendwelchem Zeugs. Zum Beispiel hier die zweite Baumwollschlüpper-Sache da. Ach, die Hose ist so toll, dass wir jetzt endlich anhaben. Ich glaube, ich werde sie sogar gleich reparieren, tatsächlich. Ich glaube, das macht Sinn. Weil sonst rennen wir nachher wieder ohne Hose rum. Und das will ja keiner. Ich ganz besonders nicht. Die Schuhe brauchen wir nicht reparieren, hatte ich gesagt, weil wir bei uns ja gerade die Rehlederschlüffen. Die Mütze hat allerdings schon einen... Das ist alles nicht mehr so super, was wir hier haben. Ich repariere mal ein bisschen. Es gibt ja... Jeder Reparaturdurchgang gibt ja tatsächlich relativ viel, sofern denn erfolgreich. Reparieren die Hose kostet einen Stoff. Da haben wir noch ein Nähset mit 100%. Oh, geil, Omat. So, gibt Reparaturumfang 30% drauf. Dann wären wir schon bei 50. Das machen wir mal eben schnell. Super, das hat schon mal funktioniert. Und ich glaube, mit den Schuhen machen wir das nicht. Das machen wir, glaube ich, nicht. Oder machen wir das doch? Wir machen das auf jeden Fall gerade mal mit der Mütze. Wir haben noch irgendwo, glaube ich, ein Nähset hier. Ne, das hat sich gerade komplett aufgelöst. Okay, dann machen wir hier nochmal den Reparaturumfang 75%. Das ist natürlich nett, dann ist das Ding fast wieder komplett heile. Das ist auch schon mal was Feines. 88%, ja super, besser kann es auch gerade gar nicht, eigentlich gar nicht sein. Das mit den Schuhen ist natürlich jetzt gerade echt ein bisschen ungünstig, dass wir die jetzt dabei haben. Dass wir die schon als Gewichtseinheit im Prinzip in der Tasche mit herumtragen müssten. Obwohl, wir ja so gesehen die überhaupt nicht benutzen können. Das ist halt ein bisschen ärgerlich irgendwo. Aber andersrum, so schlimm sind die auch nicht. So, dann tun wir mal eben schnell alles raus. Das nächste tun wir auch aus der Tasche raus. Genauso wie den Dosenöffner, den lassen wir gleich hier. Und so wie es jetzt gerade draußen anhört, möchte ich glaube ich auch noch gar nicht rausgehen. Jo, das Ding müssen wir gleich mal nachladen hier auf jeden Fall. Die Zeitung lassen wir natürlich auch nochmal eben schnell hier. Das macht keinen Sinn, wenn wir die mit rumschleppen. Das tun wir auch mal raus. So. Ausrüstung 18,868 Kilo. Das Wasser ist okay einigermaßen. Ich meine, wir können ja einen halben Liter hier mal raustun. Natürlich in den richtigen Spind. So. Komm, wir tun 1 Liter raus. 1,7 Liter müssen reichen als Gewicht. Was wir unnötigerweise mit unserem Schlorren. 14 Mal Schmerzmittel. Ja, ich glaube, ich lasse hier mal ein paar da. Das ist ein bisschen sehr viel, würde ich sagen. Ich denke mal, 4 Stück sollten eigentlich reichen. So. Das ist echt ein bisschen doof, dass er immer wieder zurückgeht hier. Antibiotika brauche ich eigentlich gar nichts dabei haben. Aber ich nehme trotzdem mal 1 mit. Das muss reichen. Verband ist okay. Wobei wir den dann jetzt tatsächlich auch nicht wirklich brauchen, aber besser dabei haben, als gar keinen zu haben. So, das Wetter sagt, es ist sehr schön, Hunger und Durst haben wir. Das heißt, wir schlafen jetzt nochmal... Nee, weißt du, was wir machen? Wir arbeiten noch ein kleines bisschen weiter an dem Zeug. Müssen wir noch wieder Material in der Tasche haben? Oder nee, wir brauchen das Material in der Tasche. 4 und 2. 4 und 2, das war die falsche Schublade. Auslagern. 4
Und zweimal Darm. Das Ganze machen wir ohne Neset natürlich, ist klar. Dauert zwar länger, aber Neset ist halt im Moment noch echt wichtig. Das müssen wir uns ein bisschen aufsparen. Jo, und ich würde sagen, wir sind jetzt hier gerade relativ gut dabei. Ich werke dir nochmal, sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge morgen dann hoffentlich wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne wieder teilen und so weiter. Wir sehen uns. Tschüss.